Für viele Menschen nehmen die Leiden und Trübsale erst ihren Anfang mit dem göttlichen Eingriff, denn sie sind zuvor noch unberührt davon geblieben und sie ließen jegliche Mahnungen unbeachtet. Die Not der Mitmenschen brachte keinen Wandel ihres Denkens zuwege, und darum muss nun selbst eine Not über sie kommen, die gleichsam das letzte Mittel ist zu ihrer Rettung. Darum werden die Länder nun betroffen werden, denen bisher schweres Leid erspart blieb und die doch nicht schuldlos sind an dem Weltgeschehen, das unsägliches Leid über die Menschen brachte. Hart und gefühllos gehen viele Menschen vorüber an der Not der Mitmenschen, und diese sind es, die das Leid selbst durchkosten müssen, das ihr Wille gut geheißen hat, so es über die Mitmenschen kam, weil sie in letzteren ihren Feind sahen. Und was die Menschen ihre Mitmenschen zufügen, fällt nun tausendfach auf sich selbst zurück. Und sie müssen nun auf diese Weise büßen, nur dass menschlicher Wille dem Elend keine Ende setzen kann, denn es sind nicht menschliche Gewalten, die nun sich äußern, sondern der göttliche Wille selbst ist am Werk und trifft die Menschen an ihre verwundbarste Stelle. Er nimmt den Menschen allen Besitz, er macht sie arm und schwach und gänzlich von seiner Gnade abhängig. Und in dieser Not soll der Mensch erkennen lernen, dass er nichts vermag aus eigener Kraft. Es soll einsehen lernen, dass Gott gerecht ist und dass er die Menschen empfindsam straft, die sich wider ihn und seine Gebote vergangen haben, dass er aber auch schützt, die mit ihm eng verbunden sind, wenngleich sie umgeben sind von Menschen, denen Gott nicht mehr viel bedeutet. Und es werden so manche noch zur Besinnung kommen und ihr eigenes Schicksal vergleichen mit dem jener Menschen, deren Untergang menschlicherseits bestimmt war. Was Gott nun über die Menschen sendet, ist so gewaltig und leidvoll, dass jeder denkende Mensch einen höheren Willen darin erkennen und in sich gehen müsste. Doch wieder wird er nur an sich denken, er wird nicht das allgemeine Elend sehen, sondern nur sich selbst und sein Los betrachten. Und so wird die Nächstenliebe wenig geübt werden. Es wird nur jeder danach streben, sich sein eigenes Los zu verbessern, und wieder wird er an der Not des Mitmenschen vorübergehen. Und Gott, der einen jeden Willen kennt, sendet darum so großes Leid über die Menschen, um diesen Willen zu wandeln, um sie weich und mitfühlend zu machen und sie Zuflucht suchen zu lassen bei ihm, der allein ihr Schicksal wiederwenden kann zum Guten. Amen.